der Oberliga Nord. Und das Spiel zwischen dem FC Hertha 03 Zehlendorf und FC Pommern Greifswald ist 1:0 ausgegangen. Der Schiedsrichter hat 3 gelbe Karten verteilt und das Spiel haben insgesamt 94 Zuschauer gesehen. Die beiden Trainer, Marco Weishaupt und Markus Schatte von Hertha 03, geben ihre Einschätzung zum Spiel. Und zuerst hat der Trainer der Gastmannschaft das Wort, Herr Weishaupt. Was sagen Sie zu dem Spiel? Ich glaube, sehr schwer was zu sagen, weil wir gesehen, dass wir einen Plan heute hatten, dass wir den Plan auch sehr gut umgesetzt hatten. Wir wussten von vornherein, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird für uns. Weil 0-3 war in letzten Wochen sehr gut drauf, haben gute Ergebnisse erzielt. Wir letzte Woche mit dem Sieg gegen den Spitzenreiter auch mit viel Euphorie und Selbstvertrauen und haben leider die Woche 4 Verletzte plus einen gesperrten, haben uns natürlich dann auch viele wichtige Spieler gefüllt, aber trotzdem, wenn ich sehe, wie meine Mannschaft von dir aufgetreten ist, wie sie gespielt hat, wie sie immer versucht hat, Fußball zu spielen, wie sie versucht hat, Chancen zu kreieren, permanent auch den Gegner immer in Zweikämpfe verwickelt hat, auch die Zweikämpfe teilweise gewonnen hat und dann durch schnelles Umschaltspiel in die Offensive sich gute Möglichkeiten erarbeitet hat und dann leider durch einen abgefälschten Schuss, aber das bezeichnet eigentlich für das Spiel, was der Gegner dann an Glück hatte. Mit diesem abgefälschten Tor, wir haben glaube ich in der 87. Minute auch einen abgefälschten Wechsel übers Tor und dann verliert man halt zum Spiel 1-0, hatten dann vielleicht noch ein, zwei mehr Glück nach dem 1-0. Also der Gegner ein, zwei sehr gute Möglichkeiten, aber nichtdestotrotz haben wir, glaube ich, hier für ein Auswärtsspiel ein sehr gutes Spiel abgeliefert und ich glaube, ein Punkt wäre mehr als verdient gewesen. Danke. Markus Schatte, bitte. Ja, ich denke, dass wir heute kein so gutes Spiel von meiner Mannschaft gesehen haben. In den letzten Wochen haben wir sicherlich gerade, was das Spielerische angeht, bessere Partien gezeigt, als es heute der Fall war. Insbesondere in der ersten Halbzeit denke ich, dass unser Passspiel nicht so präzise war, wie es hätte sein können. Dann hätte man vielleicht den einen oder anderen Angriff auch noch besser abschließen können. Aber es lag jetzt nicht nur daran, dass wir vielleicht nicht unser Niveau gespielt haben, sondern das lag auch am Gegner. Also der Gegner ist heute nicht aufgetreten wie ein Tabellenvorletzter, sondern hat sich hier wirklich gut präsentiert und wir hatten enorme Schwierigkeiten, insbesondere in der ersten Halbzeit, auch wenn man an die Standardsituation denkt, die sie sehr gut gespielt haben, wo wir dann Schwierigkeiten hatten bei den ersten 2-3 Ecken. In der zweiten Halbzeit habe ich dann schon gesagt, wollen wir versuchen, ein bisschen intensiver ins Spiel zu kommen. Das ist uns teilweise dann auch gelungen, aber Torchancen haben wir wirklich nicht kreiert und der Kollege hat es ja schon gesagt, wir gehen dann recht glücklich in Führung mit diesem abgefälschten Ball. Danach allerdings haben wir 2 Möglichkeiten, wo wir das 2-0 machen müssen. Es ist uns dann nicht gelungen, sodass es bis in die Schlussphase eben ein interessantes Spiel war, was das Ergebnis angeht. Ein besonders schönes Fußballspiel von unserer Seite zumindest haben wir heute sicherlich nicht gesehen. Aber es ist dann eben auch wichtig, dass man so ein Spiel 0 spielt und dann am Ende dann so ein Spiel auch mal gewinnt. Das wäre uns vielleicht vor 5, 6, 7 Wochen nicht gelungen, dann hätten wir solche Spiele vielleicht auch verloren. Insofern sind wir natürlich froh, dass wir hier heute die 3 Punkte in Zehlendorf noch behalten. Dankeschön. So, gibt es Fragen? Herr Sauer. Ja, einmal an den Herrn Weißhaupt. Das war Ihr Captain, der den abgefälscht hat, ne? Der Herr Kraft, ne? Ja, ja, gut. Ja, Sie haben ja leider ein paar Chancen, also für Sie leider ein paar Chancen versiegt da vorne und das war ja durchaus die Möglichkeit, heute sogar einen Dreier einzufahren. Ja, auf jeden Fall. Ich sag ja, wir mussten heute 5 Positionen umstellen. Das ist auch nicht so einfach für uns. Gestern, die auf der Bank waren, mussten gestern noch 70 Minuten in der zweiten spielen. Also ich wusste schon, auf was es hinausläuft hier heute. Aber ich glaube, die, die heute auf dem Platz waren, auch die 9, die dazugekommen sind, man muss auch bedenken, da waren 3 Mann auf dem Platz, die waren 2 Monate verletzt. Die haben heute ihr erstes Spiel gemacht. Unser Stürmer hat heute das erste Spiel gemacht. Und dafür kann ich meiner Mannschaft nur ein großes Kompliment machen. Und wie diesen Plan, den wir gesagt haben, wie sie ihn umgesetzt haben auf dem Platz. Und wie gesagt, heute hat im Endeffekt dieser Ausschlag gegen das Glück halt, das Quäntchen Glück gefehlt auf unserer Seite. Ja, dieser Ball, abgefälschte Ball geht rein, unser geht halt nicht rein. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen auch vor dem Tor auch abgeklärter werden, nochmal mehr Ruhe am Ball haben, die Situation besser erkennen. Aber wie nochmal, wir haben heute ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, und unverdient verloren. Gibt es weitere Fragen? Herr Sauer? Ja, Markus nochmal.
Gibt es denn bezüglich, das war jetzt der vierte Sieg in Folge, ne? Mhm. Markus, gibt es denn bezüglich der neuen Saison schon Planung? Wird mit dir verlängert? Gibt es schon Planung mit neuen Spielern? Es ist leider niemand da von den Verantwortlichen, der dazu vielleicht was sagen könnte. Also ob mir mit dir verlängert wird, ich gehe mal davon aus, weil in alle Gespräche, die jetzt sich um neue Spieler drehen, um die Saisonplanung, also man hat mir jetzt noch nicht so konkret gesagt, ob es weitergeht, aber ich gehe mal davon aus. Ich gehe davon aus, dass... Ja, aber Sie können ja draußen nochmal den Herrn Steinhardt fragen, der sagt da vielleicht eher was. Soll ich mal reinholen? Also du gehst jedenfalls davon aus, dass mit dir verlängert wird. Ja, also alle Gespräche laufen ja so. Also ja. Das ist jetzt noch nicht ausdrücklich zu mir gesagt worden, du machst weiter, sondern wir planen eben zusammen. Aber nochmal Herrn Steinhardt fragen. Ja, okay. Mach ich gerne. So. Ja. Das war's. Und Spielerplanung, gibt es da schon was Neues? Na, wir haben schon Pläne, aber da kann man noch nichts sagen. Das ist noch, nicht das ist noch nichts in trockenen Tüchern, genau, auf Deutsch gesagt. Ne? Richtig, genau. Ja. Gut. Dann danke. Gut, dann bedanke ich mich auch bei den beiden Trainern, wünsche einen guten Nachhauseweg und wir freuen uns aufs letzte Heimspiel gegen diesen Spitzenreiter. Hoffen auch auf einen Sieg. Okay, vielen Dank. Thank you.